Er ist Möbelstück und Instrument. Er bringt die Seele zum Klingen, dieser Klangstuhl, auf dem Ellen sanfte Töne erlebt. Sie entstehen, wenn Bernhard Deutz 64 Stahlsaiten zum Schwingen bringt. Rein physikalisch funktioniert es so, dass der ganze Stuhl als Resonanzkörper gebaut ist, aus einem Material, das so leicht gebaut ist, dass es vollkommen schwingt in allen Bestandteilen, also auch in der Rückenlehne, in der Sitzfläche, in dem Sitzkörper. Und die Schwingungen werden eben über die Knochenleitung an den ganzen Körper weitergegeben. Das heißt also einmal über die Knochenleitung in den Schädel, ins innere Ohr, aber über die Knochen auch sind sie eben im ganzen Körper fühlbar. Das sind so ganz feine Schwingungen und Vibrationen, so, die eigentlich durch den ganzen Körper laufen. Und auch je nachdem, wo gerade gespielt wird auf der Spielfläche, wandert es auch so durch den Körper. Also es ist nicht irgendwie gleich bleiben, sondern es ist eigentlich wie so eine kleine Massage so. Ja, und der Klang, das ist ein riesig großer Raum, der sich so öffnet. Das Holz ist es, mit dem alles beginnt. Zeder, Bambus, Nussbaum, bis zu 25 Jahre lagert es, bis es gut genug ist für die Ideen des Instrumentenbauers Bernhard Deutz. Mit präziser Handarbeit und mitunter unkonventionellen Methoden wird der Werkstoff zunächst bearbeitet und in Form gebracht. Eine heikle Sache ist es zum Beispiel, so eine große wassergetränkte Platte längs zur Faser zu biegen, ohne dass sie bricht. Das Metall, auf das das Holz gespannt wird, erwärmt sich durch einen alten Ölradiator. Eine effektive Eigenkonstruktion, wie der Klang beweist. Hören Sie jetzt da einen Unterschied zwischen dem glatten und dem gebogenen Holz? Ja, ich kann halt hören, dass viel mehr Spannung in dieser Platte steckt, als in der flachen Platte, die ich hier zum Vergleich daneben stehen habe. Die ist halt noch viel, ja, viel roher und umgeformter und weicher und entsprechend ist auch die Tonqualität längst nicht so klar und prägnant wie bei dem gewölbten. Einem starren Instrument will er schwingende Töne entlocken, die Fantasie freilegen, die den Klängen inne ist. Das bedeutet unter anderem, dass mich halt eben reizt, Instrumente mit viel Klang zu bauen, wo der Klang sich nicht erst erschließt durch langes, intensives Üben, sondern sich auch für musikalisch ungeübte Menschen relativ leicht erschließen lässt. Ist das Holz lackiert, die Saiten aufgespannt und gestimmt, verhält es sich so auch mit diesem Instrument. Ja, was Sie hier hören, ist das Monochord, ein Instrument mit vielen Saiten, die alle auf einen und denselben Ton gestimmt sind. Also ich habe nur einen einzigen Ton hier gespielt und dieser eine Ton enthält aber ganz viele Obertöne. Und wenn ich die Saiten an unterschiedlichen Stellen berühre, kann ich sozusagen unterschiedliche Obertöne auch rauskitzeln und dadurch also das Klangspektrum ständig verändern. Ein Ton ohne Eintönigkeit. Wie auch das Streichrohr wurden diese Instrumente entwickelt für die Therapie mit behinderten Menschen. Als Angebot, die Umwelt in einer harmonischen Form zu erfahren. So entstand auch dieser Streichpsalter. In dieser äußeren Gestalt ist er ursprünglich entstanden auf Anregung von einem Musiktherapeuten, der mit Kindern in der Kinderkrebsklinik arbeitet. Mit 4-, 5-jährigen, sehr schwachen Kindern, wo es wichtig war, dass das Instrument sehr gut zu halten ist und einfach eine möglichst freundliche Ausstrahlung hat. In Klängen gewiegt wird mit ihren 4 Monaten bereits Lucine. Auf der Klangwiege, erdacht für Frühgeborene auf der Intensivstation. Sie kann aber auch gemietet werden für gesunde Kinder, die so mit ihren Müttern eine besondere Vertrautheit erfahren. Musik als Berührung, Verführung, Genuss. So lebt der Instrumentenbauer Bernhard Deutz. Auf meine Arbeit bezogen, bedeutet sie für mich auf jeden Fall, dass ich ein Klangmensch bin und selbst sehr liebe, in Klang zu baden und deswegen das für mich auch ein Motiv ist, Instrumente zu bauen und mir auszudenken, bei denen man den Klang baden kann.